Ich bin 22 Jahre alt, mein Name ist Sven Zimpfer, ich komme hier direkt aus Stuttgart. Sport mache ich, würde sagen, Powerbuilding. Also ich habe klassisch mit Bodybuilding angefangen, dann immer schwerer in den Grundübungen geworden. Also so ein Mix aus Powerlifting und Bodybuilding, da würde ich mich einstufen. Ich bin Manuel Teufel, ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Nagold, einem kleinen Teilort Schietingen. Ich mache generell Sport, also hauptsächlich Fitnesssport, so wie viele andere. Einfach nur habe ich angefangen wegen meinem Rücken oder um auch ein bisschen die Muskeln zu definieren. Ich kenne meinen Gegner noch nicht. Wir haben uns gerade witzigerweise beim Pairing standen wir nebeneinander und haben noch Videos vom Kreuzheben angeschaut. Da hat er dann rausgefunden, dass ich da vielleicht nicht ganz so schwach bin. Ich weiß, dass er stark ist im Kreuzheben, weshalb ich auch Kreuzheben nicht wollte, obwohl ich selber immer dachte, ich bin gut im Kreuzheben. Aber wie gesagt, ich bin überrascht von der Stärke der Leute hier. Ich finde die Sache sehr, sehr gut. Also erstens mal so dass man sich untereinander messen kann, finde ich ziemlich interessant. Man lernt viele neue Leute kennen, also man kommt hier ja auch zusammen, die Leute kommen aus ganz Deutschland, man trifft neue, coole Athleten, die dieselben Interessen haben. Ich bin richtig überrascht, was ich hier jetzt erlebe. Ich bin richtig erstaunt, hier sind ziemlich krasse Leute sogar. Ich bin gespannt, also jetzt gerade, wo ich ihn noch so oben ohne gesehen habe, sieht er schon relativ stabil aus. Jedoch bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ich das hinkriegen werde. Ich denke, das muss man auch sein. Ich glaube, ich kann gewinnen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil es Sachen sind, wo wir beide keine Erfahrung haben. Wir klettern am Seil hoch, das ist was, wo ich wahrscheinlich ziemlich gut abschneiden kann. Ich wiege weniger als er, wir haben Hanteln in der Hand und tragen unser halbes Körpergewicht pro Hand durch die Gegend. Was ein Problem wird, er war früher Boxen und Seilhüpfen könnte ein Problem bei mir werden. Ich wollte mich aber einfach darauf einlassen. Es heißt 100 Mal Seilhüpfen. Danach das Körpergewicht pro Hand beim Farmer's Walk tragen und danach ohne Füße zweimal das Seil hochklettern. Das wird richtig krass. Ich kann nur sagen, 3, 2, 1, los! Wunderstück. Publikum fährt das komplett mit dem Film durch. Sehr schwierig. Und ich sage, es muss total auf die Lunge gehen. Das wird richtig, richtig krass für die Lunge sein. Schön auf die Ausdauer. Schön konzentriert, Leute. Das ist eine richtig gute Cardio-Challenge. Richtig gute Cardio-Challenge. Richtig krasse Cardio-Challenge. Erst mal schon los. Also ich bin Anthony Bejakce, bin 22 Jahre alt, komme aus Stuttgart-Ost und spiele Basketball professionell, also in der ersten Regionalliga. Ja, hallo erstmal, mein Name ist Nico Arndt, ich komme aus Esslingen, liegt neben Stuttgart für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, bin 25 Jahre alt und betreibe Bodybuilding im Bereich Fitnessphysik. Also der ist echt kräftig, muskulös und ich denke auf jeden Fall, dass er beim Bankdrücken mehr Vorteile hat als wie ich und beim Kniebeugen denke ich, dass ich vorne bin auf jeden Fall. Also kennen tun wir uns nicht, wir haben uns jetzt hier das erste Mal gesehen. Ja.
Das sieht auf jeden Fall krass aus. Schwierig zum Einschätzen, in welchen Bereichen er stark ist. Aber wenn ich ihn so angucke, denke ich, ist er so ein Allround-Talent. Also es wird auf jeden Fall recht interessant. Und also im Bankdrücken bin ich relativ stark. Das Einzige, was mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist das Baumstammreißen oder Baumstammdrücken. Aber schauen wir mal, wie es wird. So Leute, jetzt haben wir ein ganz, ganz, ganz krankes Battle am Start. Und zwar einmal Nico Arndt, Bodybuilding, und einmal haben wir hier Anthony, Basketball. Das heißt also, wir haben auch hier eine andere Strategie gleich zu Beginn. Und zwar, Nico macht ein höheres Gewicht, 1,2 mal Bodyweight für 12 Reps. Und hier haben wir 20 Reps mit Bodyweight. Dann haben wir 30 Bodyweight Squats, also richtig krank. Und dann gehen wir am Schluss noch zu Log Press. Also, Gott sei Dank muss ich die verdammte Challenge nicht machen. Bitte setzt euch mal hin, Leute. Auf eure Plätze. Viel Glück. Ja, Mann, ja, Mann. Ja, Mann, viel Erfolg, Freunde. Nico, bitte, bitte auf die Plätze. 3, 2, 1, los! Setz dich nach hinten!
Optik zählt gar nicht, Alter. Optik ist nichts, Alter. Oh, man, haben wir alle. What's your limit?